Stefanie? Ja, Karl Theodor. Stefanie, frag mich mal was. Was denn, Karl Theodor? Irgendwas. Karl Theodor, wann hast du endlich wieder einen neuen Job? Du gehst mir sowas von auf den Senkel. Du hängst nur rum und die anderen Adligen meiden uns schon. Stefanie, das stimmt nicht. Das ist eine dramatische Verzerrung der Wirklichkeit. Wir waren doch heute noch den ganzen Vormittag in einem großen Herrscherhaus. Ach, Karl Theodor, wir waren bei Kaisers. Mit dem... mit den Pfandflaschen. Und als ich der Kassiererin gesagt habe, ich habe Flaschen zum Abgeben, hat die geantwortet, gut, dann gucken wir mal, ob ihr Mann in den Automaten passt. Das ist demütigend. Du musst hier was tun. Dafür hast du mir ja auch diesen phänomenalen Heimtrainer gekauft, ja, dass ich fit bleibe. Ja. Außerdem tue ich was. Ich habe heute Morgen noch mit einem stabilen Mandat einen Maulwurf im Garten erlegt und habe zur Nationalhymne, die mir äußerst ans Herz gewachsen ist, unsere großartigen Bodentruppen abgeschritten. Ach, das waren nicht die Bodentruppen, das waren die türkischen Putzfrauen. Und einen toten Maulwurf begräbt man hinterher und singt nicht im Garten, ich hatte einen Kameraden. Und gestern bist du den ganzen Tag im Bademantel mit öligen Haaren durchs Schloss geschlichen. Du lässt dich gehen, Karl Theodor. Das stimmt nicht. Doch, als die Kinder dich gesehen haben, haben sie gerufen, Mama, da ist Hui Bu. Warum muss ich das mitmachen? Ich bin adelig, ich habe Linien bis nach Schweden. Ich bin mit Fürst Bismarck, Pippi Langstrumpf verwandt. Und du machst alles kaputt, weil du die Doktorarbeit gefälscht hast. Stefanie, ich schwöre, ich habe die Doktorarbeit, und ich betone, nicht gefälscht. Das war der Typ, der die geschrieben hat. Ich kannte die Arbeit gar nicht. Ich habe erst aus den Nachrichten erfahren, dass ich überhaupt in Jura promoviert habe. Ich dachte jahrelang, ich wäre Arzt. Aber wollte das nicht. Aber Karl Theodor, konnte das nicht zwei Wochen später rauskommen? Nach Japan und Libyen hätte kein Mensch mehr drüber gesprochen. Und jetzt bin ich mit einem Loser verheiratet. Wieso Loser? Ich bin nach wie vor ein äußerst gefragter Mann. Gestern habe ich mit alten, verdienten Mitarbeitern noch einen militärischen Einsatz geplant in, na, wie hieß das Land noch? PlayStation. Gibt es denn keinen Job? Was machen denn andere Männer, die irgendwo versagt haben und in seriösen Berufen nicht mehr unterkommen? Die meisten werden Bundespräsident. Ah, ich? Ja. Ja. Der Wulf und seine Bratze, die ist ganz oben, weil sie einen einflussreichen Mann und ein Tattoo hat mit Schriftzeichen, die keinen Sinn ergeben. Schriftzeichen ohne Sinn kannst du haben? Dann male ich dir ein paar von meinen Fußnoten auf den Hintern. Wiewohl, wer sollte die dann sehen? Karl Theodor, ich meine das ernst. Ich wollte immer Königin von Deutschland werden. Wenn du das nicht schaffst, gehe ich zu einem anderen. Komm, Stefanie. Du findest doch keinen Mann, der so aussieht wie ich und die gleiche fantastische Zukunft und die gleiche Seriosität hat. Doch, Lothar Matthäus ist wieder frei.
Also gut, dann gehe ich wieder arbeiten. Ich kann morgen anfangen. Ich habe mich in ganz Deutschland beworben und habe schon ein Angebot, in dem ich alle meine überragenden Talente einsetzen kann. In Berlin? Im Kanzleramt? Nein, Stefanie, in Bayreuth im Copyshop.